Sie sind die großen Stadien in New York, Rio, Tokio gewohnt. Aber heute macht's auch das Zooviertel in Hannover. Im Gästehaus der Landesregierung wurde den drei Niedersachsen der Scorpions, Klaus Meine, Matthias Jabs und Rudolf Schenker, eine der höchsten Ehren zuteil, die das Land Niedersachsen vergeben kann. Das große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens. Wir sind wirklich stolz in Niedersachsen auf die Scorpions. Das kann ich sagen. Es ist wirklich eine Vorzeigeband, ein Vorzeigebeispiel für Kultur made in Niedersachsen auf eine Art und Weise, mit der wir, glaube ich, uns alle sehr, sehr gut identifizieren können. Das große Verdienstkreuz erhalten die Scorpions für ihr jahrzehntelanges Engagement gegen Hass und Rassismus. Außerdem arbeiten sie auch ehrenamtlich für die Niedersächsische Krebsstiftung. Die Auszeichnung wandert nun zu den Musikern nach Hause und hat keine weite Reise. Meine, Schenker und Jabs sind überzeugte Niedersachsen. Sie wohnen ganz bodenständig in der Wedemark und im Heidekreis und treten auch gerne in ihrer Heimat auf, wie zuletzt im Mai in Hannover. Deswegen waren wir auch so happy, als wir in Hannover hier volles Haus hatten und ein richtig geiles Publikum. Und das ist schön und das ist das Tolle. Und deswegen, wenn man gut ist und wenn man dann seine Kraft gibt für die Musik und für das Ganze, dann kann man überzeugen. Und das ist uns gelungen. 1965 in Saarstedt gegründet, haben die Scorpions bis heute mehr als 120 Millionen Platten und CDs verkauft. Sie kennen den Jubel von vielen 10.000 Fans. Und doch ist diese Auszeichnung aus ihrer Heimat, aus Niedersachsen, für die Rockmusiker etwas ganz Besonderes. Wir haben bestimmt nicht dran gedacht, irgendwann mal Orden zu kriegen für unsere musikalischen Leistungen. Aber von der niedersächsischen Landesregierung, vom Ministerpräsidenten Stefan Weil, dann so einen Orden zu bekommen, das hat dann schon einen besonderen Stellenwert.